SAE Alumni Convention 2010. Neben mir steht Andreas Kiening. Guten Morgen, Andreas. Hallo, grüß dich. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist ja nicht nur Filmer und Regisseur, Produzent, sondern er macht ja sehr viel. Kannst du so ein bisschen was über dich erzählen, bitte? Ja, ich bin jetzt seit 19 Jahren Tierfilmer, Produzent, Drehbuchautor, auch vor der Kamera als Presenter. Wir arbeiten zurzeit für National Geographic, für ZDF und für Arte, machen große Produktionen. Ich komme jetzt gerade aus Brasilien zurück, da haben wir einen Film gemacht über besonders große Anacondas und über Jaguare, war sehr spannend. Und jetzt bin ich hier in Berlin und erzähle von einer ganz anderen Welt. Ja, sehr schön. Also sehr interessant alles. Du hast eben ein Seminar hier abgehalten. Kannst du vielleicht für die Leute, das Seminar war ja absolut rappelvoll, die nicht reinkommen konnten, vielleicht kurze Inhaltsangabe machen, was du so alles rüberbringen wolltest? Es war wirklich sehr spannend und das Interessante war, dass einige gesagt haben, eigentlich wollte ich nur mal kurz reinschauen, so für eine Stunde und dann wäre ich wieder gegangen, aber es war so spannend, ich bin die ganze Zeit geblieben und der Raum war wirklich komplett voll und ich habe halt aus meiner Erfahrung erzählt, als Dokumentarfilmer. Es ist ja nicht nur, dass ich jetzt nur Tierfilme mache, wir machen auch viel mit Menschen, ethnologische Filme, meistens ist ja diese Mischung Natur, Abenteuer, First Nation People und das ist halt ein Mix, der sehr gut funktioniert. Und meine Hauptmessage heute war eigentlich, dass ich gesagt habe, Leute, ihr müsst auf dem Teppich bleiben. Also es nutzt nichts, große Luftschlösser zu bauen und zu sagen, ich habe da ganz tolle Ideen. Tolle Ideen sind ganz wichtig, aber man muss sie auch realisieren können. Also das war für mich halt auch immer so ein Punkt, wo ich sagte, okay, ich hab super Ideen, ich will in die hohe Arktis, will da was mit Eisbären machen. Letztendlich hat es geklappt, aber das war wahrscheinlich die große Ausnahme. Und ich kenne den Markt sehr gut, also seit 20 Jahren jetzt im Bereich Dokumentar, Naturfilm, auch Reportage gemacht, aber auch in mehr so als Bluechip gebaut. Und ich kann die Situation da sehr gut einschätzen und weiß eben auch, wie schwierig es ist, sich da zu etablieren und an diesem Markt zu bleiben. Und aus diesem Nähkästchen habe ich halt heute so ein bisschen geplaudert, meine Erfahrungen, auch meine Einschätzung der Zukunft, wie das sein wird, die ist keineswegs negativ. Ich glaube, die ist eher realistisch. Und man muss Träume und Visionen haben, also die habe ich ja auch, sonst wäre ich gar nicht erfolgreich. Und man muss nur auch irgendwo wissen, dass es da eine Grenze gibt, die, wenn man nicht ganz, ganz großes Glück hat oder ganz, ganz großes Geld, die sich kaum überschreiten lässt. Das war so ein bisschen heute so der Inhalt und dann ging es halt viel um Tiere, um die ganz verschiedenen Kontinente, auf denen wir gedreht haben. Also es war eine sehr bunte Mischung. Ja, das war bestimmt sehr spannend. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber beim nächsten Mal wahrscheinlich. Nächstes Jahr wieder, hier in Berlin. Wahrscheinlich nächstes Jahr ist wieder Alumni Convention hier in Berlin. Andreas, kannst du unseren jungen Studenten, unserem jungen Nachwuchs vielleicht noch so ein paar Tipps geben, was wichtig ist für die Zukunft, worauf man besonders achten soll? Mehr Technik, mehr Kreativität, mehr Beobachten, mehr Zuhören, mehr. Wie kommt man da am besten weiter? Also ich komme noch aus der Generation, wo man viel von Alten lernen konnte, also von älteren Filmemachern. Ich glaube, das ist auch so geblieben. Wichtig ist heute, natürlich die gute Idee ist im Vordergrund. Ich wurde heute oft gefragt, wie machst du das? Hast du dann schon einen Vertrag? Gut, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich praktisch Auftragsproduktionen mache. Das heißt also, ich brauche die Filme nicht vorher noch groß anpreisen oder muss um irgendwelche Verträge buhlen. Wir haben die Verträge, wenn wir unser Proposal oder unser Exposé einreichen, eigentlich schon sicher. Aber ich würde heute einfach jedem jungen Filmemacher empfehlen, möglichst die Kosten für Produktion so gering wie möglich zu halten und auch nicht zu sagen, ich investiere schon zu viel, sondern ich würde wirklich mich darauf verlassen oder würde den Weg gehen, dass ich einen relativ sicheren Auftrag bekomme. Also heutzutage zu sagen, ich kenne viele Kollegen oder junge Filmemacher, die sagen, ich investiere mein ganzes Geld rein, mein Erspartes, meine Erbschaft, mache einen großen Film und dann sind sie bitter enttäuscht, wenn der Film vielleicht nur auf ein paar Festivals läuft und von Sendern gar nicht gekauft wird. Selbst wenn er gekauft wird, werden sie wahrscheinlich relativ wenig Geld dafür bekommen. Das heißt also, diese Balance zu schaffen zwischen eigener Leidenschaft und auch zwischen einem, ich nenne Realismus. Realismus oder marktwirtschaftlichen Denken. Das ist eigentlich, das steht auch bei mir noch im Vordergrund. Sonst wäre ich heute gar nicht hier. Also erstmal in das Know-how, erstmal probieren mit kleinen Budgets, probieren zu machen, Fehler machen, daraus zu lernen, bevor man nur den einen Schuss, den man hat und dann verschuldet ist, halt nicht so schlau. Es ist nicht die große, teure Kamera, es ist nicht der super High-Tech Schnittplatz.
den man unbedingt braucht. Das kann man heute alles mit kleinem Budget und mit einer relativ preiswerten Technik durchaus machen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man vom Sender sozusagen ein Go hat. Andreas Keding, vielen Dank. Grüß mir die Eifel und bis zum nächsten Mal. Sehr interessant, Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss.